Dass S-Bahnen in Nürnberg Haltestellen entlang der Strecke auslassen, ist nichts Neues und wird oftmals kritisiert. Zu Unrecht, wie ich finde. Schließlich kann das Auslassen von Stationen Vorteile haben. In diesem Video soll es um zwei Regionalbahnlinien gehen, welche regelmäßig Stationen auslassen und was das dem Fahrgast bringt. Die RB 31 spielt zwischen Lauf an der Pegnitz und Nürnberg quasi Regionalexpress und hält nur an den wichtigsten Stationen. Das wären Rückersdorf und der Nürnberger Ostbahnhof. Diese RB 31 hat am Ostbahnhof gehalten und fährt in Rückersdorf durch. Diese RB 31 hält wiederum in Rückersdorf und wird am Ostbahnhof durchfahren. Diese Zusatzhalte sollen als Ergänzung zur stündlich hier parallel verkehrenden RB 30 verstanden werden. Das Auslassen der übrigen Stationen bedeutet für Schneidacher eine schnellere und bequemere Verbindung nach Nürnberg. Hier sollte man als Fahrgast aufpassen. Pech für diese in Nürnberg-Ost gestrandeten Fahrgäste, welche in Nürnberg in den falschen Zug gestiegen waren und nun verzweifelt in die RB 30 hechten wollen und vor verschlossenen Türen stehen gelassen werden. Denn diese RB 30 würde den Ostbahnhof eigentlich durchrauschen. Nur das HP0 ließ sie an jenem Tag hier halten, jedoch nicht zum Ein- und Aussteigen. Dabei haben wir doch gerade gelernt, dass die RB 30 überall hält. Nun eben nicht. Zwar halten die Planzüge 08 ab Nürnberg Hauptbahnhof überall, die zusätzlichen Züge um 16.24 Uhr und 17.24 Uhr jedoch lassen Stationen aus. Auch in Rückersdorf wird nicht gehalten. Und auch die Stationen Neunkirchen am Sand und Reichenschwand zwischen Lauf und Hersbruck werden ohne Halt durchfahren. Die Verstärkerzüge um 16.46 Uhr, 17.46 Uhr und 18.46 Uhr wiederum lassen Erlenstegen, Beringersdorf und Ludwigshöhe aus. Was verwirrend klingt, ergibt auf einer Karte veranschaulicht Sinn. Die Zwischenstationen zwischen den Kleinstädten bekommen je einen zusätzlichen Zug, während die Menschen aus Lauf und Hersbruck schneller ans Ziel kommen. Diese 5 Verstärkerzüge am Nachmittag fahren ausschließlich in die stadtauswärtige Richtung. Nach Nürnberg hinein gibt es keine zusätzlichen Züge, die Stationen auslassen, mit einer großen Ausnahme. Am späten Nachmittag des 14. Mai stand ich nach den Dreharbeiten für dieses Video in Hersbruck und hatte eigentlich geplant, mich von einem Regio-Swinger zurück in die große Stadt schaukeln zu lassen, als eine RB 30 auf Gleis 1 meine Aufmerksamkeit erregte. Nach einem kurzen Blick in die Fahrplanauskunft, was das für ein Zug war, war klar. Die wird mich heute nach Hause bringen. Die einzige Regionalbahn am Tag, die zwischen Lauf und Nürnberg wirklich überall durchfährt. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Um das Video nicht komplizierter zu machen, als es ohnehin schon ist, und weil ich weder Zeit noch Lust habe, mich morgens in Lauf auf überfüllte Bahnsteige zu stellen, um dort wegen der ganzen Kinder nicht filmen zu können, habe ich die Schülerzüge in diesem Video außen vor gelassen. Genau wie die Regionalbahnen am frühen Nachmittag, die auch komisch fahren. Während diese Züge keine klassischen Regionalexpresse sind, so passt auch die Gattung Regionalbahn nicht wirklich zu ihnen. Schließlich ist es in der Region und darüber hinaus üblich, dass Regionalbahnen ausnahmslos überall halten. Die RB 31 und die Verstärker der RB 30 entsprechen eher der Zuggattung des Semi-Express, den man aus Japan kennt. Obwohl unsere Flaggen die gleichen Farben tragen, sind wir aber nunmehr nicht auf der Tokyota-Vorortbahn, sondern im tiefsten Mittelfranken. Und so bleibt nur eins übrig. Wenn am Zugzielanzeiger oder im Fahrplan Halt nicht überall angeschrieben steht, sollte man besser einen Blick in die Fahrplanauskunft werfen, bevor man einsteigt und im Zweifel den nächsten Planzug nehmen. Oder aber sich freuen, dass man schneller am Ziel ankommt als gedacht.